Harry, tut mir leid. Lass gut Harry. Sein. Lass gut sein, Ricky. Es tut mir leid. Verdammte Scheiße. Freigabe. O'Brien, hier ist St. John. Kommen. O'Brien, hier ist... Geh an das Scheißfunkgerät! Überraschung. Ja, tolle Überraschung. Hör zu, die Nacht, als ihr abgehauen seid, du sagtest, ihr hättet keine Zivilisten mitgenommen, sondern nur Nero-Personal, Agenten und Leute mit Freigabe. Halt die Klappe und hör zu. Sarah, meine Frau, hatte die Freigabe. Sie trug im Helikopter ihren Ausweis bei sich. Tu mir einfach den Gefallen und guck's nach. Sarah Irene Whittaker. Sie arbeitete in Cloverdale für die Regierung. Sie forschte da an, weiß ich nicht, so einem Pharma... Keine Ahnung, okay, was okay. Weiß ich? Ich werde nachsehen. Okay, danke, O'Brien. Denk dran, du schuldest mir was. Ja, ja. O'Brien, Ende. Also, was ist los? Ich konnte ein paar Leute rekrutieren, die auch nicht so glücklich darüber sind, wie es so läuft. Und warum bin ich hier? Das wollte ich dir geben. Du hattest recht, mit deiner Frau. Woher hast du das? Als Silver Lake evakuierte, holten sie Neuropersonal, Regierungsbeamte und... Sarah Irene Whittaker hatte eine Zugangsberechtigung der Klasse 4. Zugangsberechtigung? Deine Frau floh mit einer Aufklärungseinheit, östlich von Fort Rock. Bring mich hin. Nein? Nein? Komm schon, ihr habt Fahrzeuge. Wir sind doch alle Freunde. Die Basis ist weg. Was? Vor einem Jahr. Eine Milizgruppe. Milizgruppe? Wo ist ihr Camp? Wir wissen es nicht. Wie könnt ihr das nicht wissen? Ihr habt Helikopter, ihr habt Satelliten... Irgendwo beim Crater Lake. Man kann da nicht fliegen, okay? Sie haben Außenposten, Raketen, Panzerfäuste... Crater Lake. Crater Lake. Ich wollte dir von unserer Arbeit erzählen. Von den Infizierten, die Freaks. Sie entwickeln sich weiter. So schlecht die Dinge jetzt sind. Es wird noch schlimmer. Viel schlimmer. Du kennst deinen Weg über den Thielsen-Pass. Du hast mal gesagt... Ich sagte gar nichts. Geh weg, ich kann nicht helfen, schon. Dick. Zeichne einfach eine Karte. Nach allem, was du getan hast? Nach allem, was ich... Und was hast du getan, alter Mann? Ha? Sherman's Jetzt Camp, was weg, du hast getan hast? Hey, lass mich in Ruhe! Hör mir zu! Was, wenn? Wenn du es zurücknehmen könntest, das ist in Ordnung, Ray. Als ich Sarah zum Heli gebracht hatte, war ich erleichtert. Wie krank ist das? Ha? Ich war erleichtert. Mike, damit musste ich leben. Und jetzt jagst du Geister. Du glaubst, deine Frau zu finden, falls sie noch lebt. Bringt irgendwas in Ordnung und heilt dich. Ich weiß nicht, aber ich versuch's. Na gut. Wenn ich das tue, was du willst, dir den Weg über den Pass zeige, kommst du nicht zurück. Okay, versprich es mir. Du kommst nicht zurück. Alles klar. Ach du Scheiße. Letzten Winter. Oben am Farewell Ridge. Wir sahen die Freaks. Tausende. Tausende. Zu viele, um zu zählen. Ja, ich erinnere mich. Und ich dachte nur, wir alle, Männer, Frauen und Kinder, sind jetzt heimatlos. Sind verdammte Flüchtlinge. Ah, die Welt gehört jetzt ihnen. Wir werden überleben. Ja, das schaffen wir ganz gut. Aber das... ist kein Leben. So wie Jack, der man sagte, scheißegal, zu welchem Ziel du unterwegs bist, aber du musst immer wissen, wo dein Zuhause ist. Tja, wir haben nie drüber geredet, warum wir die Kutten noch trugen,
Trotz dieser ganzen Freakshow, also als sowas schon lange keine Bedeutung mehr hatte. Ja, Gewohnheit, glaube ich. Die letzten beiden Mongrels, Farewell-Originale. Die Biker-Boys, die übelsten Drifter auf der Broken Road. Verdammt richtig. Ja, ich schätze, wir waren sowas wie eine Marke. Oh. Wir waren ja vieles, aber bestimmt keine Marke. Als wir Farewell verließen. Ohne Sarah, ohne Jack, ohne alles. Da wusste ich, dass wir alles hinter uns lassen würden. Alles, was wichtig war, war weg. Nur das nicht. Fährst wieder allein los, hm? Ja, das werde ich wohl. Jack, geh rein. Na los. Wenn sie da draußen ist, findest du sie. Hey. Big Mike bringt dich also über den Pass? Ja. Glaubst du wirklich, sie lebt noch? Milliarden Menschen sind tot, aber sie hat es geschafft? Hey, wir doch auch, oder nicht? Wenn ich jetzt aufgebe, wenn ich das nicht tue, Himmel, dann ende ich am Ende noch wie... So wie wir. Ja? Wie Iron Mike, wie Boozer? Du nennst uns Camper, ja? Fahr los und finde deine Frau. Du weißt, wo du mich findest. Hey, weißt du, was ich glaube, Deacon? Ich glaube, dass du hast Angst, hier zu sein. Du hast Angst, ein Teil von etwas zu sein. Wir brauchen dich und das macht dir höllische Angst. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Bereit? Ja, sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Mein Weg endet hier. Folge einfach dem Weg. Er führt dich vom Berg runter und weiter ins Diamond Lake Tal. Ich wünsche dir Glück. Ich hoffe, du hast recht und deine Frau ist noch am Leben. Ist sie. Tja, vielleicht. Aber frag dich mal selbst, Deke. Ist das noch wichtig, wenn alle anderen tot sind? Ich weiß nicht, was wir ohne sie gemacht hätten, okay. Mann. Oh, hey, okay. Er ist tot, alles gut. In der Stunde. Oh Gott. Ich bin Russell, Glenn Russell. Das ist Private Mullins. Oh. Rick. Hey, Rick. Ich bin Deacon St. John. Sagtest du Private? Ja, Sir. Der Schutz County Miliz. Sie sind nicht von hier. Kamen Sie über den Pass? Oh, nein. Ich war nur unterwegs. Ich komme von den Salt Flats, östlich vom Silver Lake. Was? Was zum Teufel wollen Sie, Mann? Wie sind Sie über die 97 gekommen? Oh, Himmel, Mann. Was? Der Kerl hat dir das Leben gerettet. Der Colonel sagte, wir sollen nach Eindringlingen Ausschau halten. Im Norden und Süden. Verdammt, krieg dich wieder ein, Mann. Soll sich der Captain drum kümmern, okay?
Gut. Er hat gerade einen Ranger getötet, Mann. Kommen Sie mit. Wir haben ein Camp beim Diamond Lake. Essen und ein Bett für Sie ist das Mindeste. Okay, ja, klingt gut. Flores, wir können ihn nicht hier lassen. Bleib du hier, ich hol Benzin für uns. Nein. Hör zu, bleib hier. Nimm notfalls die Munition. Du packst das. Okay? Na los. Ich folge dir. Bericht. Captain, Sir, wir hatten ihn wirklich. Wir fanden sein Bike noch warm. Aber er war weg, hm? Nein, Sir. Ich meine, ja, er war weg. Wir trafen auf einen Rage. Wo sind Mullins, Flores? Flores ist tot, Sir. Mullins ist bei der Leiche. In Ordnung, Corporal. Nehmen Sie Benzin. Holen Sie Mullins. Sie wissen, was zu tun ist. Ja, ja, Sir. Ohne diesen Mann wären wir alle tot, Sir. Ich versprach ihm etwas zu essen und einen sicheren Schlafplatz, Sir. Corporal, verschwinden Sie. Und Sie sind? Ich bin Deacon St. John. Ich bin Corey, Derek Corey. Sind Sie okay? Ja, tut mir leid. Sorry, ich bin etwas müde. Ich bin schon recht lang unterwegs. Ihr Mann Russell sagte, Sie rekrutieren. Sind Sie interessiert? Ich möchte mich gern niederlassen, ein Camp finden. Bin interessiert. Na dann. Hier. Nehmen Sie. Milizscheine, Camppunkte. Bezahlung für Ihre Hilfe. Gehen Sie damit zum Proviantmeister. Okay. Sie wollen beitreten? Bleiben Sie. Wir werden schon bald von hier abrücken. Und wo soll's hingehen? Sie sagten, Sie können Spuren lesen. Ja, schon. Das ist kein Drifterleben. Wir kämpfen einen Krieg. Sind Sie dazu bereit? Ist das jetzt schon alles? Ich rekrutiere. Aber der Colonel nimmt den Eid ab. Sie bleiben hier. Helfen uns. Und ich bringe Sie zu ihm. Ich bin bereit. Gut. Hey, du siehst nicht gerade nach Miliz aus. Nein, Mann, ich heiße Wade Hill. Nenn mich einfach Wade. Deacon St. John. Hör zu. Ach du Scheiße, Deacon St. John ist ein alter Prediger oder sowas? Nein. Mann, was für ein Hammername. Hör zu, Wade. Siehst du das, Mann? Das hier ist echt verrückt. Ja. Also, willst du beitreten, zur Armee gehen, Soldat spielen? Ich und weiß so? Nicht, vielleicht, hör zu. Du siehst aus, als wärst du gerade erst gekommen, stimmt's? Ja, Mann, erst gestern. Okay, gestern. Ich war. Zu diesem Colonel vorgeführt werden oder so ein Scheiß. Mit ein paar Leuten unterwegs, wir wurden getrennt. Hast du diese Frau schon mal irgendwo gesehen? Nein, Mann. Oh, aber sie ist heiß. Wäre was für mich, ja? ich muss los, Mann. Sie gucken nach, ob ich Läuse oder so ein Scheiß hab. Viel Glück für dich, Deacon St. John. Scheiße. Wir sind abfahrbereit. Was ist mit Ihnen? Bereit, wenn Sie es sind. Haben Sie viel Arbeit reingenommen? Ja, ein bisschen. Aufmachen! Hey, Corporal, der Captain ist hier. Erledigt, Sir. Setzen Sie eine Markierung. Ja, Sir. Gut. Sie fahren zurück zum Diamond Lake. Holen Sie, Taylor heißt er? Ja, Sir. Ja, er muss zum Colonel. Komm um 1800. Sir? Militärzeit, Corporal. Das sollten Sie langsam wissen. Ja, Sir. Und jetzt verschwinden Sie. Ja, Sir. Was gefunden? Wie lange war, Vasquez? War Vasquez bei Ihren Leuten? Ein paar Wochen oder länger. Er war fleißig.
Was zum Teufel? Hattet ihr Probleme bei der Vorratsbeschaffung? Plündererangriffe? Ja. Okay, wir gehen ab hier zu Fuß weiter. Zu Fuß? Warum? Vasquez war nicht ohne Grund hier. Vom Bike aus sehe ich keine Fährte.